Hallo, Robert, Yachtschule Eichler. Dieser blaue Fahrtenkatamaran lag da eine ganze Weile und irgendwann wird auch die beste Sonne und das beste Wetter langweilig und jedenfalls die meisten von uns neigen dazu, ich suche mir eine Arbeit und dann kann man wunderbar eine Winschenwartung vornehmen. Eine Grundformel von der gesamten Physik, Technik, Mechanik lautet, alles, was sich dreht und in irgendeiner Weise ineinander bewegt, muss geschmiert, gewartet und gefettet werden, sonst wird es sich irgendwann nicht mehr drehen. Mit Ausnahme einiger weniger schmierfreier Lager und dazu gehört eine Winch ganz sicherlich nicht. Also, ich brauche eine Explosionszeichnung dieser Winch. Das ist wichtig, damit ich eine Vorstellung habe, was passiert eigentlich, wenn ich diesen großen Winchkörper herabnehme, die Trommel. Danach könnte es lustig werden, weil mir bestimmte Teile entgegenfallen. Wenn die Winch nicht gewartet ist, das ist alles knochentrocken, dann springen diese kleinen Federn und Klemmen, die da drin sind, schon mal entgegen. Wenn das Ding gut gewartet ist, werden sie nicht springen, weil sie aufgrund des vorhandenen Fetts kleben und nicht springen können. Also vorsichtig die Trommel abnehmen, vorher die Explosionszeichnung studieren. Und dann ist es eine relativ einfache Mechanik. Sauber machen, vernünftig sauber machen, auswaschen. Idealerweise in irgendeine Autowerkstatt oder dergleichen gehen, wo die so einen richtigen Waschtisch haben mit Waschbenzin, wo man auch umweltgerecht das Ganze richtig sauber und fettfrei auswaschen kann. Vernünftig abtrocknen und dann mit speziellem Winschenfett, das muss Temperatur abkönnen, mit Winschenfett wieder zusammensetzen. Alles, was sich irgendwie dehnt, bewegt und dergleichen, wie die kleinen Federn, die Sperrklinken und dergleichen, die sich in der Winch befinden, die besorgt man sich vorher als Ersatzteilset. Die können auch mal brechen, kostet alles nicht die Welt und setzt sie dann unter Umständen gleich wieder neu ein. Viel Erfolg bei der Winchenwartung.